Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich war heute spontan nochmal auf einem Flohmarkt. Jawohl, denn Tintin, mein Kater, hatte sich dazu entschieden, dass es heute wieder Zeit ist, früh aufzustehen. Und so war irgendwie um kurz nach sechs Schluss. Und dann dachte ich mir, wenn du so früh hoch bist, dann kannst du dich auch aufmachen zum Flohmarkt. Der ist ein bisschen weiter weg, dieser Flohmarkt. Was heißt ein bisschen weiter? Das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Bus. Ja, dementsprechend kann man auf die Preise hier, wenn man möchte, auch noch das Busticket mit draufrechnen. Und ich habe mir vorher noch einen Kaffee geholt für 1,75. Den könnte man da theoretisch auch mit draufrechnen. Ja. Fangen wir einfach direkt an. Der Flohmarkt war ziemlich kühl. Es ist zwar sonnig heute, aber das ist ein Flohmarkt, der findet im Prinzip auf einem Parkplatz, der überdacht ist, statt. Und da drin war das eisig kalt. Es war auch sehr zugig und windig. Also ich dachte so, wow, ist das kalt hier. Ja, gut, selbst nachmittags haben die gesagt, ist es da auch kalt. Aber gut, nachmittags ist ja auch nichts mehr zu holen da. Deswegen war ich relativ zeitnah morgens da. Schön mit dem Bus hingefahren, ganz entspannt. Ja, und dann auf dem Flohmarkt war ich bisher auch noch nicht. Aber ihr wollt eh die Funde sehen, ihr wollt ja gar nicht das ganze Gedusel vorher hören, oder? Ja, und es fing halt so an, ich erzähl trotzdem das Gedusel. Ja, könnt ihr ja vorspulen. Das fing richtig blöd an. Ne? Trödel, 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 Trödel. Wirklich, ne? Messingsachen, altes Werkzeug, total verrostet. Puppen, ganz alte, aber wirklich, und dann so Zeug so aus Kisten, wo du sagst, so, was war das mal? Und solche Geschichten, das war nicht wirklich schön. Und ich dachte schon so, oh Mann. Ja, und dann habe ich jemanden wieder getroffen, eine Frau, die war auf dem letzten Flohmarkt schon. Ja, das war die den Sonnentanz aufführen wollte, das hat aber nicht funktioniert. Und da war die gleiche Kiste nochmal und ich dachte mir, gut, jetzt beim letzten Mal hast du eigentlich nichts mehr gefunden, guckst du nochmal durch. Und tatsächlich bin ich fündig geworden, denn ich habe gefunden, It's a me, Mini Mario. Diesen kleinen Mario. Ja. Und diesen kleinen Mario. Ja. Und das war schon wirklich so, dass ich sagte, oh Mann, ich finde hier gar nichts. Dieser Flohmarkt ist total unentspannt. Ja, das ist jetzt voll blöd. Warum finde ich nichts? Na, und dann habe ich die zwei hier gefunden. Und sie sagte, na, sag mal irgendwas dann preislich. Und ich so, ja, komm, 2 Euro. Und sie so, boah, das ist ja voll lieb. Und damit ist ja das Kaffeegeld schon raus und so. Da bist du ja sehr großzügig. Das meinte sie auch ernst. Das war nicht ironisch. Na, weil die hatten noch gar keine Verkäufe gemacht an dem Tag. Und ich so, ja, das ist doch gut. Dann habt ihr doch euren Kaffee zumindest schon mal raus. Das ist doch schon mal was. Ja, und ich bin zufrieden. Natürlich, na, 2 Euro. Aber es sind Super Mario-Figuren. Die haben diesen Wert auf jeden Fall. Ihr seht es ja auch. Ich blende jetzt gerade mal ein, was der Kleine hier wert ist. Na, und wenn er weniger wert ist, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber dann habe ich Leuten einen schönen Tag gemacht, indem sie halt den ersten Verkauf gemacht haben und einen Kaffee bekommen haben. Ja, was der hier kostet, seht ihr jetzt. Ja, ich habe keine Ahnung, was das genau für Figuren sind. Der hier sieht auf jeden Fall super aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist aus dem Jahre, ich habe keine Ahnung. Steht drauf, aber ich kann es nicht lesen. 2007. 2007. Und da weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung. Na, aber das war der erste Fund des Tages und da bin ich dann ja mal sehr, sehr happy, wenn ich den ersten Fund des Tages mache. Und dann ging es weiter. Schrott, 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 Schrott. Für mich. Na, das muss man immer dazu sagen. Es gibt natürlich Leute, die gehen auf den Flohmarkt, um eben so Krimskrams zu kaufen. Und ich kaufe anderen Krimskrams. Und das ist ja auch gut so. Weil wenn alle den gleichen Krimskrams haben wollen würden, dann wäre ja alles schnell leer gekauft. Das wollen wir ja auch nicht. Und ich bin ja mal froh, wenn ich Sachen finde, die andere jetzt nicht weggreifen. Ja, und ich dann ein bisschen Glück habe. Dementsprechend bin ich immer froh, wenn ich der Einzige bin, der da auf Toysuche ist, so ein bisschen. Und wir haben uns ja schon damit abgefunden, dass wir meistens diese kleinen Figürchen in den Grabbelkisten finden und sonst gar nicht wirklich viel. Ja, und dann habe ich plötzlich das hier entdeckt. Eine Hörspielkassette. Und Hörspielkassetten waren hier echt die Seltenheit. Also wirklich, die meisten Leute hatten, wenn, dann Musik. Ein paar Schallplatten gab es. Es hätte auch Hörspiel-Schallplatten gegeben. Huckleberry Finn, Folge 2 zum Beispiel. Aber da wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wo ich damit noch hin soll. Also mit Schallplatten, boah, ich finde die geil. Und wenn ich eine Flash Gordon-Schallplatte finde, die würde ich mir auch holen, einfach weil ich diese Cover halt dann wieder vielleicht an die Wand hängen oder so. Oder die zumindest sammeln will, die 10 Folgen. Da hätte ich schon Spaß dran. Aber ansonsten bin ich höchstens für Kassetten oder CDs zu haben. Ja, und hier haben wir halt von Europa, ganz alt, Grimms Märchen, der gestiefelte Kater und der Zaunkönig. Ja, das ist eine ganz alte Kassette. Guck mal, das ist noch eine schwarze Kassette. Ja, mit dem gelben Sticker. Also, ne, diesem gelben Label. Kann sein, dass die schon gar nicht mehr gut läuft. Die sind nämlich wirklich alt. Früher stand es leider nie drauf. Also, ne,
Musik Bert Brack, klar, keine Frage. Der Beuermann ist der, die künstlerische Gesamtleitung, das ist auf jeden Fall klar. Und es ist natürlich der Erzähler Hans Page. Ja, das sind halt die klassischen, typischen Märchenkassetten, aber eben nicht als Märchenbox, sondern noch in der Variante von davor. Ja, so kamen die ursprünglich raus und später kamen sie dann halt teilweise nochmal in der Märchenbox raus und es dürften halt genau die gleichen sein. Ich finde sowas super, ich mag diese alten Kassetten. Für diese Kassette habe ich so gesehen 1 Euro bezahlt. Also, da gab es noch andere Sachen, die ich gekauft habe und ich habe einen Gesamtpreis gemacht. Aber so gesehen für diese Kassette 1 Euro. Ne? Ihr seht jetzt, was so wert ist aktuell. Ja, und es sind immer die Sold-Listings, ne? Nochmal dazu gesagt. So. Dann hatte derselbe Stand, aber auch das hier. Schön eingetütet. Ich weiß gar nicht warum, weil sämtliches Zubehör fehlt. Warum tütet man die dann ein? Hier fehlt zusätzlich noch der Gürtel und die Waffen und irgendwie alles. Und hier natürlich auch. Aber es sind halt Turtles-Figuren. Und ihr wisst, an Turtles-Figuren komme ich ja nicht vorbei. Na? Und sie wollte 5 Euro pro Figur haben. Mit der Kassette zusammen wären es 11 gewesen. Ich habe gesagt, ich gebe 8 für alles. Dann hat sie gesagt, gut, dann machen wir 9. Dann habe ich gesagt, okay, das heißt, ich habe so gesehen 8 für diese Figuren bezahlt. Ja, gehen wir mal davon aus, dass ich jeweils 4. Ist schon für mich, für so Turtles-Figuren ohne Zubehör, so das obere Maximum. Ja? Also 4, 5 Euro, da bin ich dann schon fast raus. Aber der hier ist halt mega cool, weil das so ein Scuba-Diver Donatello ist. Ja, den finde ich sehr geil, auch ohne Waffen ist der cool. Hat halt eine gute Beweglichkeit, das sind alte Figuren und sie gehörten mal Liam. Es steht unten drauf, auf dem Fuß. Ja? Jeder gute Andy schreibt seinen Namen unter dem Fuß. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr sie sind. Ich kann es nicht lesen. 2004. Ja, 2004? Echt? Sieht so aus. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das ist ja inzwischen auch schon 20 Jahre her, nicht? Na, Liam ist wahrscheinlich inzwischen erwachsen und arbeitet irgendwo bei einer Bank oder so. Stelle ich mir gerade vor. Ja, und der heult dann in 10 Jahren seinen Turtles-Figuren nach. Ja, die Mutti verkauft hat. Ja, das ist eine coole Figur hier. Ich feiere den. Ich finde den super. Den habe ich auch so noch nicht, logischerweise. Sonst hätte ich ihn ja vielleicht nicht mitgenommen. Ja, und hier, das ist ja auch, ne, und 4 Euro, wie gesagt, ne? 4 Euro für den. Liege ich wahrscheinlich preislich, ne, also gar nicht mal so weit mit dem aktuellen Wert auseinander. Vielleicht täusche ich mich da auch. Manchmal täuscht man sich ja ganz gewaltig. Und dann haben wir noch diese Turtles-Figur hier. Ja, und auch von dem hatte ich ähnliche, aber welche, die sich nicht bewegen lassen. Und ich weiß gar nicht, auch der gehörte... Der gehörte scheinbar nicht Liam. Da steht ein anderer Name unterm Fuß. Warum? Und ich weiß gar nicht, von wann der ist. Das kann ich jetzt wirklich nicht lesen. Meine Augen wären zu schlecht, Leute. Ja, und hier fehlt natürlich, wie gesagt, alles. Ja, und für den habe ich dann so gesehen auch 4 Euro ausgegeben. Also das ist wirklich auch absolutes Maximum für solche Figuren, wo alles fehlt. Ja, bei dem sehe ich das ein. Na, wir können auch rechnen 5 Euro und 3 Euro. Aber na, 4 Euro und 4 Euro na, und 1 Euro für die Kassette. Das ist dann in Ordnung. Und so ist meine Turtles-Sammlung wieder gewachsen. Und auch wenn der unvollständig ist, vielleicht findet man ja irgendwo mal einen Gürtel oder so. Man weiß das immer nicht. Manchmal findet man einfach so Zeug und sagt, oh, das ist ja ein Gürtel zu einer Figur, die ich habe. Na, oder die Waffen oder so. Na, aber ich finde den auch so super und stelle mir den auch so ins Regal. Turtles-Sammlung wird immer größer. Inzwischen müssten das locker über 30 Figuren sein. Ist echt der Hammer. So, dann gab es wieder viel Überraschungseiergeklimpere. Und bei dem Überraschungseiergeklimpere waren dann diese zwei Figürchen dabei. Und witzig war eigentlich, sie sagte, ja komm, wir machen die ganze Kiste und dann zahlst du für die ganze Kiste 8 Euro. Und ich so, nee, ich will die ganze Kiste gar nicht haben, weil, mal ganz ehrlich, es waren unheimlich viele Figuren. Für 8 Euro wäre das ein Top-Preis gewesen, keine Frage. Ja? Hätte man mitnehmen können, aber dann habe ich das hier liegen und weiß wieder nicht, was ich damit machen soll. Weil das ist halt einfach so. Das sind halt dann ganz viele Figuren, wo ich sage, ich kann da nichts mit anfangen, diesen ganzen Überraschungseier-Krams. Das sind ja gute Figuren, das ist es ja. Es sind ja die guten Figuren gewesen, die Topsy Turtles und so. Und sicherlich haben die auch ihren Wert. Und die wären mehr wert als 8 Euro gewesen. Aber ich muss es dann irgendwann wieder abstoßen und verkaufen. Und ich sehe das jetzt an anderen Sachen, die ich dann einfach nicht loswerde. Ja, obwohl ich sie für einen guten Preis anbiete. Und dann ist das natürlich blöd. Ja, und ich wollte halt einfach nur 2 Figürchen davon haben. Und ich weiß auch gar nicht, was das genau ist. Ganz ehrlich, also der hier, der fiel mir direkt ins Auge. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Ja? Ich werde es inzwischen rausgefunden haben. Vielleicht blende ich es auch jetzt gerade schon ein, was das für einer ist. Ja, diese Ermittlung der Preise und so, das mache ich einmal alles nachher. Also kann sein, dass das jetzt eingeblendet ist, was es genau ist. Ist auf jeden Fall eine weiche Gummifigur, die offensichtlich nicht aus dem Überraschungsei stammt. Na? Wir werden es rausfinden und ich hätte jetzt die ganze Kiste mitnehmen können oder Einzelfiguren für 50 Cent. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gebe ich dir 50 Cent für diese Einzelfigur. Ich weiß nicht, was das ist, aber na, wie gesagt, vielleicht haben wir es ja schon rausgefunden. 50 Cent für den. Ja, und dann habe ich auch nochmal den Miraculix mitgenommen. Und Miraculix kostet auch nochmal 50 Cent. Jetzt habe ich 1 Euro bezahlt und hätte einfach 100 Figuren für 8 kriegen können. Warum mache ich sowas nicht? Ich habe es ja euch erklärt, nicht? Und das ist dann zufriedenstellend, ja?
Ich hätte da vielleicht auch noch ein bisschen handeln können und sagen können, ja komm, dann mach 60 Cent oder so oder 50 für beide. Aber gut, sei es drum. Ja. Der fehlte mir, glaube ich, auch noch. Kann sein, dass ich den auch schon habe, weil ich habe die ja einmal alle komplett. Aber es gab halt verschiedene Waves und mein Gott, den stelle ich einmal jetzt da oben dazu. Und die komplette Wave, die ist eh in so einem kleinen Kästchen. Von daher passt das. So. Das war dann erstmal das. Dann ging es weiter und das war auch ein schöner Stand. Der hatte Frozen-Figürchen und Pokémon-Karten und alles mögliche an schönen Sachen und dann einen 2000Xer Skeletor. Und da war ich ganz kurz davor zu sagen, geil, den nimmst du mit. Aber das Problem an der Figur war, da fehlte die Rüstung, da fehlte das Schwert, da fehlte einfach alles. Und wenn ich es bei den Turtles-Figuren, die ich ja auch so noch cool finde, ohne Gürtel und Co., ganz cool finde, fand ich es bei Skeletor leider etwas doof. Deswegen habe ich den Skeletor liegen gelassen. Ja, jetzt sagen wieder einige, oh, warum hättest du den nicht mitgenommen? So eine Rüstung hätte sich doch gefunden. Ja, vielleicht, aber ich wollte den nicht. Der hat aber andere schöne Figürchen da und sagte zu mir, er möchte 2 Euro pro Figur haben. So, und es sind einfach 5 Figuren. Und ich habe auch keine Ahnung, wo die herkommen, aber das sind meines Erachtens nach keine Pokémon. Er sagte nämlich, das sind Pokémon. Für mein Verständnis sind das Digimon-Figuren. Denn das ist eindeutig kein Pokémon, oder? Das ist doch Digimon. Ganz, ganz klar. Digimon-Figur. Na, ach so, ja, können wir jetzt auch gleich die Preise machen. Er wollte ursprünglich 2 Euro pro Figur haben. Ich habe hier 5 Figuren. Ja, er hat dann am Ende gesagt, gib mir 5 Euro. Und dann waren wir zufrieden. Ja? Wir haben uns auch gut unterhalten. Ich mag das immer, wenn Leute mir sympathisch sind, dann läuft das immer. Dementsprechend habe ich für diese Figur hier 1 Euro bezahlt. So, genauso wie für diese Figur hier habe ich auch 1 Euro bezahlt. Ja, und das sind alles meines Erachtens nach Digimon. Ja, auch der hier ist alles von Bully. Und alles irgendwie so gefühlt so Pencil-Topper. Keine Ahnung warum. Ja, oder die sparen einfach an Material. Auch das ist meines Erachtens nach ein Digimon. Und wenn nicht, dann ist das eben nicht so. Ja, und auch der sieht mir sehr nach Digimon aus. Die sehen alle so aus. Das sind alles diese Bully-Figuren, ne, von damals. Ja, Digimon ist auch schon zigtausend Jahre her. Ja. Also meines Erachtens nach alles Digimon-Figuren. Ich habe 1 Euro bezahlt. Steht leider nicht drauf, von wann sie sind. Hm. Schade, aber das lässt sich ja vielleicht auch rausfinden. Und auch den. Auch 1 Euro. Sieht super aus. Ich finde die super. Ich finde die total geil, tatsächlich. Gefallen mir gut. Ja, dann bin ich an den Stand gekommen. Da war das echt so, da lächelte mich gleich so ein riesengroßer Alien-Plüsch an von Toy Story. Und ein Rex, auch aus Plüsch. Ja. Und ich dachte mir so, boah, geil, das ist ja bestimmt nicht schlecht, aber der will bestimmt viel Geld dafür haben. Und dann habe ich eine Kiste entdeckt, so eine Wühlkiste, wo Zeug oben drauf lag. Da lag so ein M&M oben drauf, wo ich schon dachte, oh, das könnte eine interessante Kiste sein, da musst du mal bei. Und in dem Moment, wo ich an die Kiste ging, war das Alien verkauft. Ich so, hä, hast du das Alien jetzt verkauft? Ja, ja. Ich so, ja, und was hast du genommen? Ja, 3 Euro. Ich so, oh, Alter, für 3 Euro, hätte ich sofort mitgenommen. Ja, das war so ein großer Alien-Plüsch von Toy Story. Ah! Ja, und ich so, ja, und was willst du für den Rex? Ja, ich dachte so 5. Und dann dachte ich so, ja, das überlege ich mir. Und in dem Moment greift sich den eine Frau und wollte den dann haben. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann nimm du den mit. Und ich habe mir die Grabbelkiste vorgenommen. Und da war das dann so, dass ich sagte, was machen wir denn mit der Grabbelkiste hier? Ich sage, das ist mir zu wuselig. Ich habe unten das hier entdeckt. Ja? Ich habe unten das hier entdeckt. Und dann dachte ich, okay, die Kiste ist ein bisschen wuselig. Hast du noch eine zweite Kiste? Dann kann ich umkippen. Und nach schon mal rausholen. Und ich sage, dann kann ich dir die Highlights nach oben legen. So. Und wir machen mal... So, wir machen das mal so. Dann habe ich das gut aufgeteilt. So, und ich sage, ja, gut, dann wühle ich mal so ein bisschen. So, und dann habe ich den hier gefunden. Ja, von den Raving Rabbits. Und da habe ich ja schon einige von. Also da stehen schon 4 von im Regal. Und den habe ich noch nicht. Und dann passte das auch. Ja, und ich habe aber noch nicht einen Preis genannt. Ich habe da ein paar Sachen noch rausgeholt. Da hat auch noch ein paar Kinder-Transformers und noch so ein paar andere Sachen. Das habe ich teilweise aber dann auch alles gar nicht mitgenommen. Ne, auch viel Snoopy-Zeug. Und dann habe ich das hier noch gefunden. Na? Das ist auf jeden Fall ein Pokémon von 2006. Und er sagte noch, da sind gar keine Pokémon in der Kiste. Ich sage, doch. Na, und das waren dann diese 2 Figürchen. Und ich habe insgesamt für alles nahe 5 Euro bezahlt. Dementsprechend habe ich für diese 2 Figuren jeweils 50 Cent bezahlt. Also kannst du rechnen, 50 Cent für den. Das ist absolut fair. Und der hatte nur geile Preise. Ich so, Alter, ich könnte hier mehr mitnehmen, noch viel mehr. Du hast ja gute Preise, aber es war halt dann auch alles Zeug, wo ich sagte, das will ich gar nicht unbedingt alles haben. Na, bei dem haben wir mal ja gesagt. Ich weiß auch nicht, ob hier, der ist halt hohl.
Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ne, aber ist halt auch offiziell, ne, von Bandai von 2006 und in China hergestellt. Und es ist halt ein Pokémon. Ne? Haben wir auch mitgenommen für 50 Cent. Jo. So. Dann hat er die beiden dabei gehabt. Und das sind, glaube ich, die... die McDonald's-Figürchen, die es da eine Zeit lang gab. Die halten Händchen. Und die sammle ich so eigentlich nicht mehr. Ich hatte da auch schon welche, die habe ich wieder abgegeben. Aber in diesem Falle fand ich sie interessant, weil es zum einen der Piraten-Captain ist, in einer etwas fragwürdigen Geste. Und Caesar, bei dem wir diese Geste tatsächlich noch akzeptiert hätten, ne? Weil ihr kennt das, Aves Caesar und so. Und es sind halt zwei Figuren, die ich sehr, sehr mag aus dem Asterix-Universum. Und da er die genau hatte, habe ich gesagt, nehme ich auch mit. Und für die habe ich auch jeweils 50 Cent bezahlt. Also 50 Cent hier für den Piraten-Captain. Ne? Und 50 Cent für Julius. Julius Caesar. Ja? Kommt zur Asterix-Sammlung mit dazu. Da oben ist bloß gar kein Platz mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, die fand ich ganz witzig. Also ne, wären es jetzt irgendwelche obskuren Super-Nebencharakter gewesen, die ich jetzt nicht so witzig finde, hätte ich es liegen gelassen. Aber für Caesar und für den Piraten-Captain, da sage ich doch nicht nein. Ja, ein Euro sowieso passt. So. Dann hat es den hier gegeben. Eckhart! 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 Eckhart, guck mal im Keller. Ich glaube, die Russen sind da. Eine brandheiße Sache, ja. Ja. Und Eckhart hat mich auch so gesehen einen Euro jetzt gekostet. Ja. Und das Ding hat eine Geschichte, weil den hat er. Hat er mir erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht, und es ist ja auch nicht signiert, den hat er tatsächlich von Röttger Feldmann bekommen. Brösel himself. Ja? Schade, dass er da nicht signiert ist, obwohl dann wäre er wahrscheinlich teurer gewesen, aber von Brösel himself bekommen und den gibt er einfach so weiter und Werner-Zeug liegen lassen, wenn es dann so Merchandise ist, ist auch immer fatal. Ja? Und so gesehen habe ich für den einen Euro bezahlt und ich gehe davon aus, dass der mindestens diesen Euro wert sein wird, wenn nicht noch mehr. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das Ganze ist, ist aber Achterbahn-Verlag, also schon älter. Ne? Ist sogar noch das Ding mit dran. Eckhart! Hat mal 6 Mark gekostet. 5,95. 6 Mark. Ja. Und ich werde den da unten dazu stellen. Zum Werner und zum Röhrig. Ja. Auch wenn das dann keine Figur ist. Wenn ich mal irgendwann eine Eckhart-Figur finde, dann wäre ich natürlich auch happy. Ne? Aber für einen Euro habe ich den dann auch mitgenommen hier. So. Ja, und dann gab es noch das hier. Und ich fand es, wie gesagt, witzig, weil er ja sagte, er hätte keine Pokémon. Und das ist einfach ein Enton. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Für McDonald's 2015. Und er kann so machen. Oh! Dreht total am Rad, der Enton. Wie sich das gehört für einen Enton. Finde ich super. Habe ich auch einen Euro für bezahlt, für den Enton. Enton für einen Euro. Das nehmen wir mit, das passt. So. Und hier bin ich mir auch gar nicht so ganz sicher, ob der noch so funktioniert, wie er soll. Ah ja, okay, doch, er funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch ein Toy von McDonald's aus dem Jahre 1780. Nee, aus dem Jahre 2000, also auch schon 24 Jahre alt. Ja, und es ist halt einfach... Da soll sich eigentlich irgendwas bewegen. Ja, und hier kann man halt die Waffe bewegen, dann dreht sich das. Ja, das ist einfach der Imperator Zurg. Zurg! Der Imperator. Ich hatte gehofft, dass er da noch einen Woody und einen Buzz und alle anderen da hat. Leider nicht. Aber den Zurg nehmen wir mit, auch wenn da hier so ein bisschen... kann sein, dass hier was fehlt. Sieht auch so aus. Aber egal, nehmen wir trotzdem mit. Ist eine coole Figur. Der Imperator Zurg. Sieht auch so gut aus, selbst wenn hier eine Kleinigkeit fehlt oder wenn hier irgendwie, ich weiß nicht, ob das Bissspuren sind, aber es sieht so aus, als wenn hier irgendwas dran gehörte, was halt nicht mehr da ist. Ja, aber das hier funktioniert tatsächlich noch, auch wenn der Arm sich nicht bewegt. Ich glaube, das sollte er. Keine Ahnung. Da sind wir nicht so. Aber der ist ja eh zum Hinstellen, nicht? Imperator Zurg. Da freut sich hoffentlich jemand drüber, genauso wie über die Digimons und vielleicht die Pokémon-Sachen. Ich war sehr gespannt. Ja, ja, denn ich jage inzwischen nicht nur für mich, sondern ich gucke auch immer für einen guten Freund von mir, der die dann direkt gerne auch wieder abnimmt. Und der kriegt das dann auch natürlich zu den gleichen Preisen, die ich bezahlt habe. Ja? Also da wird keiner über den Tisch gezogen. So, dann ging es weiter. Dann wieder eine Grabbelkiste. Und ich so, oh, Grabbelkiste. Grabbelkiste, cool. Mal gucken, ob da was drin ist in der Grabbelkiste. Aber
leider war da nicht wirklich viel drin. Das einzig coole Ding war das hier. Und das ist eine Burger King-Figur von... Von wann genau? Man weiß es nicht. Burger King, Matt Groening auf jeden Fall. 2348. Made in China 2003 oder so? Nee, August 11. 2011, okay. 2011 Burger King Figur und es ist einfach Kang oder Kodos, ich weiß es gerade gar nicht. Und da habe ich gesagt, komm, da frag's mal. Ja, und die liebe Frau sagte, ja, sie hätte gerne 2 Euro. Ich sage, für 1 Euro nehme ich ihn mit. Ja, ich habe auch geguckt, der funktioniert nicht. Da ist hier hinten ein Schalter an, aus, da müsste man mal die Batterie tauschen, wer weiß, ob die ausgelaufen ist. Ja, ich so, für 2 Euro, nee, sag ich, mach ich nicht. Für 1 Euro nehme ich ihn mit. Sie so, ja, dann 1,50. Ich so, nee, nee, für 1 Euro nehme ich ihn mit, weil hier oben ist auch so ein bisschen Abrieb auf dem Auge, was natürlich dann nicht so schön aussieht. Ja, das ist auch nicht mehr mein Kernsammelgebiet. Ich sammle diese Simpsons-Figuren eigentlich nicht nur noch, weil das Kang und Kodos sind. Habe ich gesagt, nehme ich mit, weil die finde ich halt witzig, die Charaktere, ja, diese Aliens. Und hier ist ja auch der Kopf von dem anderen noch mit dabei, nicht? Also, das ist, glaube ich, irgendwie so Treehouse of Horror mäßig, ne? Klar, sowieso immer, aber, da habe ich dann gesagt, komm, für 1 Euro. Und dann hat sie gesagt, komm, dann nimm ihn mit für 1 Euro. Und dann waren wir auch zufrieden. Ja. Das ist dann auch in Ordnung. So. Und dann war ich schon wieder auf dem Weg zurück und hatte eigentlich schon alle Stände durch und fand die Ausbeute eigentlich ganz ordentlich. Weil es ist ja auch schon ein paar Euro zusammengekommen. Und ich habe mit den Digimon und mit den anderen Sachen hier super Preise erzielt. Ja, die Turtles, okay. Na, aber das war halt Turtles und da bin ich dann auch zufrieden. Und dann... Katze. Und dann dachte ich mir, ja gut, findest ja sicherlich jetzt nichts mehr. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Hörspiel gefunden. Ja. Folge 161, der Yeti in der Millionenstadt. Die kenne ich tatsächlich noch gar nicht, die Folge. Ich weiß gar nicht, von wann die ist. Ist auch drin. Ist von 2010. Okay. Und die CD sah ganz ordentlich aus. Bisschen verstaubt. Na, aber nicht zerkratzt. Und dann habe ich gesagt, komm, was willst du haben? 1 Euro. Ich so, yo, für 1 Euro nehme ich die mit. Habe ich dann also auch noch eine TKKG-CD für 1 Euro mitgenommen. Und das war der aktuelle Haul. Jo. Damit kann ich sehr zufrieden sein. Ich finde es auch super. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier schöne Sachen gefunden habe. Na, ganz besonders erfreut bin ich über das Ding hier. Und tatsächlich die Digimons finde ich sehr, sehr geil. Also ich habe für mein Verständnis hier schöne Funde gemacht. Und dementsprechend ist das natürlich auch ziemlich genial, wenn man dann hier so schöne Sachen auf dem Flohmarkt findet. Das macht dann immer Spaß. Ja. Ja. Wart ihr auf dem Flohmarkt? Habt ihr was Schönes gefunden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder sagt mir, was ihr von meinen Funden hier haltet. Ja, lasst uns ein wenig kommunizieren. Ansonsten, ja, Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Ja, das ist immer das Gleiche. Ja, aber so ist das nun mal. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin bin ich raus. Gehabt euch wohl. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.